Die Firmenweihnachtsfeier. In Corona-Zeiten gab's die ja eigentlich nicht, im Film aber schon. Ihr hört Fufis Film und Fernsehen in Serie mit dem Tatort-Check. Und wenn dann am Ende der Weihnachtsfeier ein Mitarbeiter tot im Foyer liegt, dann ist das ein Tatort. Und so ermitteln auch die Stuttgarter Kommissare in einer Versicherungsfirma, aber der Tote wird schnell zur Randgeschichte in diesem Tatort. Videobeweis heißt der Neujahrstatort aus Stuttgart. Es geht aber nicht um Fußball und Videoschiedsrichter, oder Philipp Münscher? Nein, es geht um ein Filmchen, das die Kommissare Lannert und Boots auf dem Handy des Toten finden. Idris Demir heißt der Mann und er hat kurz vor seinem Tod gefilmt, wie sein Chef und seine Kollegin ein Tête-à-Tête im Büro haben, im Anschluss an die Weihnachtsfeier, als alle anderen schon gegangen waren. Das dachten die beiden zumindest. Und jetzt? Und jetzt? Naja, jetzt. Und was behandeln wir jetzt? Vielleicht meinen kleinen Gute-Nacht-Kuss. Einen Gute-Nacht-Kuss. Demir hat sie also gefilmt und jetzt liegt er tot im Foyer der Firma. Für die Ermittler eine klare Sache, einer der beiden oder vielleicht auch beide zusammen haben den neugierigen Kollegen über die Balustrade geschubst. Okay, klingt nicht ganz so einleuchtend alles. Wie wollen Lannert und Boots jetzt rauskriegen, wer es war? Ja, sie befragen den Chef Oliver Jansen und seine Mitarbeiterin Kim Trammell getrennt voneinander. Und sie stellen fest, dass die Situation völlig unterschiedlich darstellen. Ja, es kann natürlich sein, dass Frau Trammell sich da an dem Abend irgendwie was ausgerechnet hat. Ich hätte mich da einfach nicht drauf einlassen dürfen. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann hätte jeder so eine Situation ausgenutzt. Ich habe nichts ausgenutzt, was sie nicht auch wollte. Er hat mich gezwungen. Sie beschuldigen Herrn Jansen der Vergewaltigung. Ich weiß nicht, wie Sie das nennen möchten, Herr Lannert. Tja, war das jetzt einvernehmlich oder doch nicht so wirklich? Das scheinbar so beweiskräftige Video erweist sich als uneindeutig und interpretierbar. Und damit ist eben auch völlig unklar, wer jetzt das stärkere Motiv hatte, den heimlich filmenden Kollegen übers Geländer zu schubsen. Und wem glauben die Kommissare dann? Also Lannert kann sich nicht vorstellen, dass eine so selbstbewusste und starke Frau wie Kim Trammell das tatsächlich nicht freiwillig getan hat. Aber Boots, der hat große Zweifel, ob sie als alte weiße Männer überhaupt unvoreingenommen sind, und er bittet eine junge Kollegin zu Hilfe. Ganz ehrlich, am liebsten würde ich den Fall einer Kollegin geben. Da braucht es eine weibliche Sicht. Entschuldigung, kommen Sie mal bitte. Frau Seiler, was sehen Sie eigentlich auf dem Video? Ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin, das zu beurteilen. Doch, natürlich. Warum denn nicht? Es gibt diese Situationen, wo man weiß, das ist nicht okay gerade. Man dürfte nicht mitmachen. Man müsste was sagen. Aber man kriegt es nicht hin in der Situation. Ich meine, wir tun ja nicht immer nur das, was wir tun wollen, oder? Ein Tatort also mit einem brandaktuellen Thema. Wann wird ein Flirt zum sexuellen Übergriff? Und liegt die Wahrheit nicht am Ende im Auge des Betrachters? Liegt die Wahrheit in dem, was man sieht oder in dem, was man nicht sieht? Ein starker Start ins Tatortjahr 2022 mit dem wohl ersten Fall überhaupt, bei dem die Lösung am Ende Hundekacke heißt. Ein Tatort mit Hundekacke und Videobeweis und noch einer außer der Reihe, denn er kommt nicht am Sonntag, sondern am Samstag, an Neujahr, am 1. Januar 2022 um 20.15 Uhr. Natürlich im Ersten und in der ARD Mediathek.